Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Path of Exile. Ich habe gerade noch ein bisschen getradet, um uns für den späteren Spielverlauf schon ein nettes kleines Item zu besorgen. Denn ihr habt euch eventuell schon gefragt, so ja, die Stiefel, die hier irgendwie Gem bzw. Trap Support bieten, die willst du ja jetzt wahrscheinlich auch nicht ewig behalten. Und das ist in der Tat vollkommen richtig. Die will ich nicht ewig behalten. Die sind erstmal ganz nice. Aber Level 11 Trap ist halt nicht so der Hit. Und ja, ist eine Menge Movement Speed drauf. Aber ja, so insgesamt sind sie nicht der Hit. Und da gibt es tatsächlich Shaper Gloves, die ganz gut sind. Und ich habe gerade in die Teile hier geschossen. Also das Live habe ich selber drauf gecraftet. Aber die Teile habe ich gerade getradet und die haben mich wortwörtlich 2C gekostet. Also 2 Chaos Orbs und das war es mir halt total wert. Da haben wir halt den Trap Support drauf, wir haben insgesamt über 80 Resistenzen drauf, wir haben extra Trap Damage, wir haben noch ein bisschen Evasion Rating, was ganz nice ist und ja, okay, Increased Stun and Block Recovery ist jetzt halt so meh. Aber für 2 Chaos Orbs finde ich die völlig okay. Und abgesehen davon ist mir so beim Durchscrollen irgendwie noch ein bisschen was anderes aufgefallen. Ich habe mir ja extra noch das zweite Teil hier getradet. Und dann habe ich mal hier reingeguckt und festgestellt, hey, ich hatte selber noch 2 davon. GG. Hätte ich mir halt total schenken können. Aber okay. Sei es drum. Alright, gequatscht hatten wir mit allen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann verlassen wir diesen seltsamen Ort hier mal, vorerst zumindest, und begeben uns in die Slums. Okay. Oh, da liegt was. Ich sehe es. Ach, das ist wieder so ein Ancient Graffiti. Da gibt es hier, glaube ich, relativ viele von. Ich weiß nicht, ob wir die alle finden werden. The Monkey King has built his throne on your back. A throne of gold and gem, polished with blood and tear. Throw off the Monkey King and his shining privy, before your back is broken. Was immer du sagst. Oh, okay, hier sind Beasts am Start. Time to hunt. Oh shit, Sherlock. You have been captured, beast. You will be a survivor, or you will be doomed. Was würden wir nur ohne Einar machen? This one is captured. Einar will take it. Sehr großzügig, dass ich das nicht mit rumschleppen muss. Wie viele Biester müssen wir denn finden? 4, okay, das ist ja noch relativ übersichtlich. Wenn wir drei schon haben. Do not worry, little beast. We are friends now. Okay, Level up, sehr schön. Ich habe uns auch schon mal Lightning Spire hier ins Inventar gepackt, weil wir dann nur noch ein Level aufsteigen müssen. Und das wird vermutlich relativ zügig passieren. So, ich renne hier gerade relativ planlos rum. Eigentlich suche ich 2 Sachen. Zum einen das Krematorium, zum anderen den Abgang in die Kanalisation. Den brauchen wir zwar jetzt noch nicht, aber dann im Anschluss. Oh wow, wie gut, dass ich da nochmal außenrum gerannt bin. Das war richtig sinnvoll. Okay, das sieht schon mal nach dem richtigen Weg zum Krematorium aus. Yes. There we go. Okay, dann haben wir doch das zumindest. Treat life and death with equal grace, it's said. If I were death, I'd take offense at this place. Ach komm, wir nehmen das nochmal mit. Alle Bock drauf. Wie schlimm kann es schon werden? Außer dass die Framerate total wegstirbt. Hier ist übrigens noch ein Trial.
Man sieht es da hinten schon. Hatebeat. The fuck are you? On the night of a thousand ribbons, our finest city burned. It burned with fires lit by cruelty and neglect. It burned with shame for giving the title of emperor to a man who did not deserve it. Lower mana. Bedauerlich. Eine Strongbox. Strongboxes sind in der Tat immer ganz nice beim Delirium Encounter, einfach weil die zusätzliche Monster spawnen. Die dann auch mit in die Rewards reinzählen. Das ist eine Sackgasse. Okay, Encounter vorbei. Schade. Das war jetzt nicht so. Ach, wobei, für zwei Fusings und drei Jewelers. Ich will mich nicht beschweren. Dafür, dass wir quasi keinen extra Aufwand hatten. My shadow continues to nip at my heels. Bag it and tag it, boys and girls. So, bye bye Piety. Kurzes Intermezzo mit Piety. Tolman hat's leider. Nun ja. Ich denke, wir lassen ihn da, wo er ist. Das ist das Beste für alle. Eigentlich können wir auch einen Town Portal machen, oder? Hier wird wohl nichts Spannendes mehr sein. Ich würde hier hinten nochmal hingucken kurz. Aber ich denke nicht, dass im Krematorium wahnsinnig viele Schriften aufbewahrt werden. Von daher wird uns hier vermutlich lore-mäßig nichts mehr erwarten. Dann sprechen wir doch mal kurz mit Clarissa. Die freut sich bestimmt. Poor Tolman. I made this bracelet for him when he first arrived here. Idiot said he'd never take it off. I called him a liar. He didn't though. Not once. I need to give you something. I asked a lot of you out there in the slums. More than I should have. You tried. And that's all we exiles can ever hope to do. Okay. Those keys unlock the gates to the sewers. Tolman found them. Figure that in the worst of times, people will hide their wealth in the worst of places. We were never game to test his theory. Not with the Undying down there. But you're strong. Stronger than any of us here. I don't think you need to fear the dark. Sorry, I need some more time to think. We'll talk soon, I promise. Okay. Be careful. I no longer dream when I sleep. I have a nightmare. The same nightmare over and over. The mirror. It's never my reflection looking back. The first time that mirror appeared to me, it was Cole I saw. A rapist from Oriath I had the displeasure of sharing a pen with in Gravisius' stockade. Piety took him for her experiments, and that night I saw her handiwork while I slept. This time it was Tolman, flesh dried to leather, organs shrunk to husks, blood trickling through his skeleton like
red dust in an hourglass. It's piety's gift to me, that mirror. At least I won't be seeing Clarissa the next time I look into it. Make sure it's not you I see either. I walked halfway across this forsaken continent because of an ode. Of jewels and eternity, it's called. For twinkled promises of jewels and eternity, the gemling queen gave her heart and body to the king of shades for one more day in the sun. The last day in the sun. That's but a portion of the full epic. The gemling queen lived, and she's the enigma behind the fall of the Ezomites and the Eternals both. Look to the Solaris Temple to the northeast. Find the Gemling Queen's remains before piety does, and destroy them. Death came to town. The roaring Ezomites wore red. The red of blood, the red of the fray. Death came to town. The crying Ezomites wore black. The black of disease. The black of dismay. Death came to town. The silent Ezomites wore grey. The grey of twilight. The grey of decay. Only the Isles of Scoth were spared. Once a backwater of my proud civilization, now all that remains of the Ezomites. Tread carefully, exile. Okay, das sind auch alles irgendwie so Fragmente, wo ich noch nicht so ganz durchsteige, aber gucken wir mal. Tolman's dead then. Another victim of piety's cruelty. Perhaps he escaped lightly. Look upon Grigor to see what life entails under piety's influence. Let me offer you something. In recognition of all that you have done for us. We shall mourn Tolman's death as we shall treasure Clarissa's life. Okay, wir kriegen noch einen Skill Gem. Conductivity wäre halt nett. Wrath wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Wrath wäre in der Tat eine Überlegung wert. Ich weiß, nur so viel Mana können wir nur im Moment nicht erübrigen. Haben wir Wrath schon irgendwo drin? Nee, ne? Ich nehme es erstmal mit. General Gravisius demands absolute obedience from his blackguards, meaning he's surrounded himself with cowards and lackwits, unable to lift a finger without orders. If you are able, traverse the river and murder Gravisius in his own barracks. He'll be ripping the very mind from the skulls of our enemies. Clarissa will weep for Tolman. She must. The cloud is darkest before the rain. Grigor straddles two worlds. One foot planted on this soil, one in the dirt of spirit and shadow. When you speak with him, be sure to know from which world his words arise. It's an often told story among the Karui, how Vol of Thebris bent his knee to my ancestor, King Calm, and promised freedom in return for war. While Vol raised his purity rebellion in the heart of the Empire, Colm took Lord Lion-Eye's head and the southern coast all the way to Siren's Cove. It was the greatest conquest the Karui have ever seen. Okay. If I knew how to cross the river safely, I'd be wearing Gravisius' head on my belt. Was ist denn für ein Fluss? Be well. Was denn für ein Fluss? Oder spricht sie jetzt vom... Ah, hier. Moment, ist das alles Wasser? Offensichtlich. Ja doch, hier ist auch ein Wasserfall. Ja, es macht alles erschreckend viel Sinn. Okay. Ja gut. Ja gut. Oh, Mr. Boy. He was always up for a laugh, whether it was at his expense or not. But I wouldn't miss Echo is a more. Argon's the name, by the way. And it's my honor to welcome you to Dirty Old Sun, the metropolis of opportunity. The opportunity to make something of yourself, or the opportunity to have a very messy death.
Victoria was a poet what ended up leading a rebellion, right under the nose of Emperor Chittis. But here's what really interests me. Our wordsmith was quite the talented larcenist as well. Pulled off the heist of the century, in the name of the people, of course. 3 finely crafted platinum busts commissioned by Chittis for his favorite trio of generals. Victoria and his coppers hold up in the sewers. Now that you have Clarissa's keys, perhaps you'd be inclined to search out those heroic busts for me. I'm sure I can make it well worth your while. I was Clarissa's guardian angel back in Oriath. Put food on the table in return for a bit of light work. I try to keep her out of trouble as best I can here, but Sarn's full of secrets, and Clarissa's full of curiosity. She's just so ample, is our Maramor. In my mind, you'll find no saucier specimen of womanhood. It's her tattoos and that fancy talk she does. Intoxicating. She's a cool one, though. Diese dreckige Lache hinterher. I can't imagine what that poor bastard's been through. It's a miracle Gregor hasn't completely lost his mind. Granted, he's lost one or two pieces along the way, but there's still plenty that's worth listening to. Crevesius is the mailed and bloodied right hand of Dominus, and I thought the Templar were meant to be spiritual men of deepest humanity. You notice the sarcasm in my tone, right? Had to smuggle a fellow out of Theopolis once. Got a bit too friendly with Crevesius's wife, he did. Every blackguard was out on the streets looking for him, so I had to think lateral-like. We took to the drains and didn't bob our heads above the pavement until we sniffed the sea. A grubby bloody job it was, but worth it for the coin he paid. You want a piece of Crevesius? Sometimes the only way up is down. I'm no history scholar, but I know that Emperor Chittis was overthrown by Vol of Thebris in the so-called Purity Rebellion. But Vol had the shortest reign of any internal emperor. The Cataclysm sort of that. Okay. Good luck to you. Okay, ich versuche das gerade im Kopf irgendwie alles noch zusammen zu puzzeln. Es sind halt super viele Sachen. Irgendwie jetzt, diese Story muss ich auf einmal kommen. Also ich glaube, so die Main-Storyline ist nach wie vor einfach Piety macht seltsame Experimente, wahrscheinlich für Dominus, auf jeden Fall für die Blackguards. Und da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr bei rum, gucken wir mal. Jetzt haben wir natürlich so lange rumgepimmelt, dass vermutlich... I don't think I need to be doing that right now. Ja, ja. Dass vermutlich... das Gebiet resettet ist. Nein, es ist nicht sehr schön. Und ich sehe auch direkt, wo wir hin müssen, weil es jetzt markiert ist. Das ist doch traumhaft. Dann... machen wir nochmal einen kurzen Schlenker. Gucken, ob wir hier noch irgendwelche Ancient Graffitis finden. Aber ich denke, das wird nicht der Fall sein. Aber hier ist das letzte Biest, was wir noch brauchen. Das nehmen wir mal kurz mit. Also, das heißt kurz. Das ein Red Beast ist, hält das ganz schön was aus. That was a hunt you will not soon forget. You're welcome. Goodbye. Sehe. Aber damit sind wir jetzt auch Level 28. Und können Lightning Spire equippen. Können damit dann tatsächlich mal Freezing Pulse komplett wegschmeißen. Ich glaube, es geht vom Level her nicht, aber ich habe irgendwo noch ein Level 2 in Lighten Gem rumliegen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Tja, wir könnten den Herald of Thunder wegpacken. Ja, was habe ich denn hier jetzt reingepackt? Oh, ich habe da Wrath reingepackt. Das wollte ich gar nicht. Die Lightning Spire Trap sollte da rein. Können wir Wrath und den... Hold on. So macht das doch alles Sinn. Dann möchte ich das da haben.
Ja, es ist nicht mehr viel Mana, was wir da über haben. Ich glaube, dann mache ich das tatsächlich erstmal aus und mache das wieder so. Mache den Herald of Thunder und Clarity an und wir leveln Wrath nur mal mit. Das ist, glaube ich, erstmal okay. Dann haben wir das so als Backup-Lösung. Und können da im Zweifelsfall was mit anfangen. Und dann tauchen wir mal ab in die Kanalisation. Ganz täusche, sollte eine Büste vor dem Wegpunkt sein und zwei dahinter. Okay, die Undying Blockage. Haben wir da eigentlich irgendeinen Text schon zu? Also kriegen wir wahrscheinlich in der Stadt, aber wo die herkommt? Warum hier irgendwie so ein lebendes irgendwas den Kanal versperrt. So, wir sollen den Weg mitnehmen. Den brauchen wir später. Bedauerlich. Okay. Ja, wahrscheinlich nicht. Sind halt prinzipiell alle zu klein. Ich möchte mal irgendeinen fetteren Gegner, um mal sinnvoll die Lightning Spire Trap auszuprobieren. Dich zum Beispiel. Ja, okay. Die kann auf jeden Fall ein bisschen was. Können wir ja auch theoretisch drei Stück von setzen. Das ist soweit ganz nice. Ja, bin ich in der Anna City halt auch, da wollen wir nicht hin. Jetzt eigentlich alle drei Büsten? Ne, irgendeine fehlt noch. Ist die hoffentlich hier irgendwo? Ah. That was fun. Dass er so bei Rare-Gegnern immer irgendwelche Kommentare abgibt. Ist mir tatsächlich nie aufgefallen vorher. Aber gut, ich habe auch, ich glaube, von meinem allerersten Playthrough an dann die Voice Lines ausgehabt. Weil man rennt dann so oft zu irgendeinem NPC, weil man einfach Loot verkaufen will und dann ständig die. Dieses Gebrabbel dazu ist halt so, meh. Es nervt irgendwann, sagen wir es so. Oh, da kommen wir von hier gar nicht ran. Dann gehen wir mal außen rum, ne? Übrigens hier auch eine Sache, die ich jetzt normalerweise nicht mitnehmen würde. Man sich die ganze Quest eigentlich schenken kann. Aber vor Completeness und so. I write this now in hope that someone will remain. Someone may remember. The sun is an orb of blood. Twisted twilight shrouds my eyes. The air reeks of anguish. San has plunged into nightmare. The man who served me coffee now writhes on the floor. He rants of visions he alone can see, as writhing red tentacles grow from his face, as if his eyes had been seeds waiting to sprout. He is quiet now, my waiter. No more cackling and screaming. Dead. Of my fellow patrons, only two live.
The others have fallen. Their blood is everywhere. The survivors, gemlings both, their skin shrivels and grays to the hue of necrosis. Their gems flare with unholy luster. Their eyes black as hatred. A gemling ghoul. It twisted off a corpse's head. Gnaws at skull-like dog. My head now, visions clawing at me. Thinking burns. I see horror. Envy the mute corpses at my feet. Words flay me, flee me. All is madness. Okay, wäre nett gewesen zu wissen, wer das geschrieben hat, aber okay. So, ich würde ganz gerne eben noch kurz das Level-Up mitnehmen. Und die Strongbox. Ach da, ich wollte gerade sagen, irgendwo muss ja hier noch was leben. Gemcutters Prism, nice. Oh, da fällt mir ein. Müsste vielleicht. Vielleicht. Custom Sounds. Nee, keine Custom Sounds. So. Keine Custom Sounds, bitte. Ah, schön. So, wir gehen mal zurück. Wird hier mit Sicherheit eine ganze Menge zu bereden geben. Außerdem können wir gleich eine ganze Menge Skillpunkte verteilen. The Beatles poet could hide his spoils from Chitlis, but not from us, eh? I knew you was the exile for the job. I'm sure you've been more than compensated already from Victorio's stockpiles, but he's a little extra. Care of something I found under a dead man's bed. Why? Just because I like you. Yay. Stay out of the shadows. They bite. Das war jetzt. What do you want? Hagen is a man of many claims, and those claims seldom dance harmoniously together. A lie is a death sentence in Namakanui, so I was raised a daughter of truth. Hagen is a son of self-interest. He's no warrior nor spirit singer. He's a korangi. I don't know the right word in Oriathan, but in Karui it means he who wins wars with false promises. Traversing the sewers under the river, I should have thought of that myself. Yet, the more of a picture you paint of that undying concoction in the sewers, the less I want to see it. If you manage to destroy it, expect a storm of undeath to descend upon you. The dark is their home. And there'd be nowhere more homely to the Undying than a pitch-swathed drain under a river. Be well. So, ihr habt doch bestimmt auch noch was zu erzählen. What is it? Oh Gott. Maramoa. I've heard that the Karui have this philosophy. Makanui, the way of the warrior. I don't think you could get any more Makanui than her. She took it upon herself to look after me before Tormund arrived. Saved my skin more than once. I'm fine with that. Beats being on her bad side. Hagen likes to think he was my kind old uncle back in Theopolis. Granted, the work he gave me saved my parents and I from starvation. This was after my father lost the family fortune at the card table, and we had to give up the manor in the country for a flea box in Theopolis. But he's not half as generous as he makes out. When Hagen gives you something, you can be damned sure that he's getting his pound of flesh in return. No one should have to go through what Grigor has. I help him as much as he'll let me, but he's a proud one, and so he should be. He's survived what has destroyed too many of us. Halfway across the world, and yet the tie between Veneer and I endures. That was Piety's real name back in Theopolis, before her rise to greatness.
Venia sold her thaumaturgy in the day, her body at night. Sought after, she was. Enough so to become one of my best buyers. But money never meant much to Venia. No, she was striving for something better, nobler. You used to tell me that life needn't be this hard. It's time you all realized that. I bet she fed Tolman the same bloody line. The blackguards talked about Piety's precious gems being infected with nightmare. Tolman, what did she do to you? Venia was arrested for consorting with the unholy and condemned to the pyre. This was before the banishments. Dominus shared a last supper with her, heard her confession. Most think Venia earned Dominus's patronage on her back. I don't. Venia gave Dominus her better life and got a new name in return. You can count on one thing. Piety's grand future won't include the likes of you, me, or Tolman. On the fall of the Empire, the historians are deathly silent. After the Purity Rebellion, the Kingdom of Khaon blockaded Aurieth, preventing any trade or correspondence with the mainland. It's said that Khaon planned to invade. Only when the Karui retreated did Aurieth get any news from Rayclast, but by that time there wasn't really anyone left to tell the tale. Chittis thought that the gemling was the pinnacle of human progress. These glorious gems have brought us within spitting distance of godhood, he once said. The High Templar at the time, Vol of Febris, thought they were a perversion. He wanted the Empire made pure, cleansed of the stain of thaumaturgy. You look at Sarn and tell me which one you think was right. And while you're out there, look out for monkeys. No, not those bloody monkeys from Frisia. These ones are painted on the walls. I think you'll find them enlightening. Okay, irgendwie. Ich glaube, es wäre halt total gut, irgendwie einfach mal so eine stumpfe Wiki-Zusammenfassung der Story zu haben, weil diese ganze Karui-Nummer kriegt jetzt über 3 Akte und vermutlich auch noch darüber hinaus hier und da immer neue Storybrocken dazu. Das kann man sich aber niemals alles merken. Also ich kann mir das zumindest nicht merken. Bye. Weil halt ich das natürlich auch nicht alles in einem Tag spiele und selbst wenn, wäre es da, glaube ich, auch einfach too much info auf einmal, weil es halt auch einfach viele andere Handlungsstränge noch nebenher gibt. Hello. Madame Mo is sure of herself. And that kind of surety gets you killed in Sarn. You and all those around you. Hagen's got the right idea. Don't believe in anything that you can't trade or eat. I wouldn't rely on Hagen in a fight, and I wouldn't put too much faith in what he says. But he has one highly useful asset. His obsession with self-preservation. If Hagen deems you of use in keeping his fat self alive, he'll do almost anything for you. I tried to penetrate the Solaris Temple in the northeast. Almost got myself killed by the bloody ribbons that guard the place. Bizarre, floating tapestries they are. Creatures of cloth and thaumaturgy. Fortunately, a few legionnaires got in the way. While the ribbons eviscerated them, I ran straight into Gravisius. He dragged me over the bridge to the Lunaris Temple in the west and put me in Piety's tender care. Didn't say a single word to me the whole time. I was nothing but a spoil of war to him. Have fun elsewhere. Ach, die sind alle so herzlich, aber wer kann es ihnen verübeln? So, wir haben inzwischen 4 Skillpunkte, die wir ausgeben können und das würde ich, glaube ich, auch ganz gerne machen. Ich weiß nur noch nicht, wo ich als erstes hin will. Will ich zum Trap Damage? Ich will auf jeden Fall hier hin, dann ist nur die Frage...
Wait. Ah, das ist Multiplier, nicht Chance, okay. Tja. 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 Ich glaube, wir leveln das beides erstmal so ein klein bisschen an. Das ist irgendwie okayisch. Alright, dann können wir tatsächlich mal weitermachen. Mit einem Gebiet, was man sich sonst vollständig schenken kann. So halb. Beim ersten Playthrough nicht, weil es hier einen Trial gibt, tatsächlich. Schon den Text. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da unbedingt hin will, weil hier ist sonst tatsächlich nichts. Oh, hier ist noch mehr Text. An emperor cannot allow himself to become buried in the shadowed vaults of self-doubt. Cannot allow thoughts of imagined disaster to spin about inside his mind like so many strife-splintered wheels. An emperor navigates his way through the terrors of perplexity with his eyes set firmly on the rising sun. There is nothing eternal in this empire of ours, but the names of our day that shall be revered or reviled in the centuries to come. Okay. Ja, das ist auch tatsächlich schon alles, was es hier gibt. Geht's hier vielleicht kürzer zurück? Oh ja, sehr schön. Gut, also hier würde man noch das Trial machen. Das schenken wir uns jetzt aber mal hin. Stattdessen werde ich mir jetzt total an abbrechen, den. Low on mana. Den Weg zu finden, wo ich eigentlich hin will. Hm, könnte tatsächlich da hinten noch rumgehen, könnte aber auch hier links lang gehen. Schwierig. Ah, hier sind wir richtig, okay. Was haben wir denn hier? Das war doch mal ganz entspannt. So, dann hätte ich hier, glaube ich, ganz gerne erstmal den Wegpunkt. Da ist noch eine Wahl-Side-Area. Warum die so at random auftauchen, weiß auch niemand. Also es hat noch niemand erklärt, warum es die gibt. Also ja, wir haben grob mitgekriegt, was die Wahl sind. Oder wer die waren. Warum diese Mini-Dungeons hier auftauchen? Keine Ahnung. Our queen has demanded we look into the gems for our salvation. We see ourselves reflected in those facets, twisted beyond recognition. Okay. Wow.
Val Lightning Trap. Hm. Leider nicht Lightning Spire Trap. Val Spark. Ja, nee. Die Bullies sind zum Leveln gar nicht so kacke. Also sind halt nur 3-Link, bedauerlicherweise. Die Resistenzen sind eigentlich crap, wenn wir ehrlich sind. Nein, die nehme ich jetzt nicht mit. Wir sind eh noch auf den Trap-Support angewiesen, von daher können wir die sowieso nicht tragen. Und eigentlich waren sie auch nicht so toll, wenn wir ehrlich sind. Ich bin hier auf jeden Fall falsch, wenn ich zum Weg gehen will. So viel weiß ich. Der müsste eigentlich... Lower Mana. Könnte bei Gelegenheit tatsächlich nochmal eine Mana-Potion mitnehmen. Und sie gegen diese Hybrid-Potion, Hybrid-Flask austauschen. So, hier wollte ich hin. Hier ist auch noch ein Ancient Graffiti, oder? Jawohl. The Shadow whispers and simpers at the Monkey King's feet. When the Monkey King puts his back to the sun, it is the Shadow that leads the way. Das war ja sehr poetisch. I'd question what I've become, if I felt the need. I don't. Ah, schön. Achso, hier ist noch zu. Da können wir noch nicht lang. Fairer Deal. Wir könnten jetzt natürlich erstmal zu den Docks gehen. Was, glaube ich, halbwegs Sinn macht. Wir könnten natürlich wegen des ganzen Gedönses auch in der Stadt nochmal sprechen. Könnten auch noch einen Skillpunkt vergeben. Oder wir gehen tatsächlich erstmal zu den Docks. Die Docks sind im dritten Akt übrigens das Gebiet, was man sehr gut zum Leveln benutzen kann. Also wenn man das Gefühl hat, ah, ich bin noch ein bisschen unterlevelt, ich könnte ein bisschen mehr XP gebrauchen. Die Docks sind super dafür und man muss hier nicht nur für eine super unnütze Sidequest hin, sondern tatsächlich auch für die Mainquest. Also es lohnt sich tatsächlich, hier hinzugehen. Und dann mehr oder minder gründlich aufzuräumen. The Monkey King names you slave. No. You are the gems of Rayglast, not the treacherous stones you dig and die for. It is time to bend the Monkey King's ear. Tell him your true name. Okay. Oh, hi. Stimmen. Ja, das sah schlimmer aus, als es war. Wo ist denn das, was ich eigentlich suche? Das ist nicht das, was ich eigentlich gesucht habe, aber Gem Cutter Strongbox kann man immer mitnehmen. Skitterbots. Ja, aber nicht einfach so. Übrigens auch eine Sache, die ich am Anfang krampfhaft gemacht habe, die ich euch raten kann, macht es nicht, weil es lohnt nicht, ist so, oh, Skill-Gems, vielleicht brauche ich die mal, ich nehme die mal alle mit und halt wirklich alles an Skill-Gems zu sammeln, was man so findet. Ich kann euch sagen, es lohnt nicht. Ihr werdet euch eh auf eine Handvoll Skill-Gems spezialisieren mit eurem Char, also halt so ein, zwei Hauptangriff-Skills, ein, zwei Auren durchschnittlich, vielleicht noch ein Minion irgendwie dazu und halt so ein bisschen Defensive-Kram, also namentlich Cast When Damage Taken Setup, also Spells, die automatisch ausgelöst werden, wenn man eine gewisse Menge Schaden nimmt. Das kriegt man eigentlich alles über Questbelohnung und spätestens ab Anfang Akt 6
also nach der ersten Quest in Akt 6, kann man auch sämtliche Skillgems kaufen beim Händler für relativ geringe Currency-Kosten. Also es lohnt einfach nicht, Skillgems einfach so mitzunehmen, wenn sie nichts Tolles können. Was hingegen Sinn macht, ist Skillgems mitzunehmen, wo Val vorne dran steht. Oder wenn sie Superior sind. Also sprich, wenn sie einen gewissen Quality-Level haben. Dann kann man die mal einpacken, aber alles andere lohnt in der Regel nicht. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Fairgraves, alter Halodri, du hier. Aber tatsächlich will ich erstmal darüber. Und würde gerne das mitnehmen. Okay, wir müssen, glaube ich, in den Solaris-Tempel. Irgendwas sagt mir, dass wir in den Solaris-Tempel sollten. Irgendwas sagt mir aber auch, dass wir mit Fairgraves sprechen sollten. Ah, sieht schon fetzig aus. Now there's a familiar face. Before you say anything, yes, I did try to kill you. Inexcusable. I allowed pragmatism to overcome honor in a moment of desperation. Please accept my deepest apologies. And what do you say? Can the two of us make a fresh start? Marvelous! Now, as you've clearly noticed, the Allflame has given me another respite from oblivion. Alas, it's a partial success only. I am neither man nor spirit, living nor dead. A state that comes with some rather frustrating restrictions. I know we've only just been reacquainted, but to put no finer point on it, I need your help. Interested, are we? Oh, splendid! In return, I have a gift or two that I may bestow upon you with a click of my translucent fingers. All you need do is furnish me with a crystal decanter and a juicy piece of fruit. Two humble items that remain agonizingly out of reach for a man in my peculiar situation. Will you look at that? The decanter spiritus. As exquisite today as when I found it all those years ago. You may fault the man, but you can't fault his craftsmanship. Okay, also Fairgraves möchte prinzipiell zwei Items von uns haben. Das eine haben wir auf dem Marktplatz jetzt schon gefunden. Das ist das, wo ich meinte, ja, eigentlich müssen wir das nicht mitnehmen, weil wir eigentlich diese ganze, oder weil ich normalerweise diese ganze Sidequest-Reihe nicht mehr mache. Aber ich bin mal gespannt, was er noch zu erzählen hat. I'm sure you've heard of Malachi by now. Ever the heterodox, he sought otherworldly inspiration by imbibing a substance called ghost wine. For the purpose, he created the decanter spiritus. I found it on my last visit here. Liquid placed in this crystal decanter becomes quasi-apparitional in nature. I'm sure you can glean the decanter's usefulness to me. Conventional liquids simply don't hit the spot. I am one sorely parched revenant. I hid the decanter spiritus in the marketplace, so as not to cause temptation for the less morally steadfast in my crew. Look to the carven heraldry there, and find a lion dancing upon the waves. Okay, das war jetzt nochmal der Hinweis, wo wir das finden, aber wir haben es ja schon gefunden. Emperor Chittus was stabbed in the posterior by his own Lord Mayor on the eve of the Purity Rebellion. Chittus's grieving gemlings buried him in the Imperial Gardens, and a plum tree was planted upon his resting place, so that his mourners might taste of his glory for years to come. I found that tree, and one of my men tasted its fruit. I've never seen so much agony crammed into such a brief moment.
This may seem a peculiar request, but please bring me one of Chittus's plums. Okay. This current form comes with rather frustrating restrictions. It's a small improvement on my last incarnation, but I'm a man who used to poke his sticky beak into the furthest corners of the world. Mm-hmm. Now I can barely cross the road. It was no mean feat getting here from Siren's Cove, I can tell you. So here's the truth of it. I intend to sup upon mine own death. Oh, fear not. The All Flame will resurrect me and, with luck, will restore my full freedom. But for that to happen, I must die. And in such a manner as to excite the All Flame to utmost ferocity. I am convinced that only the fruit of Chittus can provide a demise of sufficient tragedy. Life is full of painful choices, is it not? Okay, das ist interessant. Ich habe mich schon gewundert, warum er wirklich Chittus Plum haben wollte. Aber okay, es macht Sinn. Er hat die All Flame, die er halt immer wieder belebt, dazu. Und die könnte ihn wahrscheinlich auch in einem besseren Zustand als den aktuellen versetzen. Dazu muss er aber sterben. Und das in dem Fall auf eine eher unschöne Weise. Und da Chittus Plum, wie er gesehen hat, bei einem seiner Männer, der schon davon gekostet hat, eher weniger entzückende Effekte hatte, um das mal nett auszudrücken, hofft er, dass er mit einem schnellen, schmerzvollen Tod die All Flame dazu bewegen kann, ihn in einen vernünftigen Status zurückzubringen. Interessant. I visited Sarn some 30-odd years ago. Those ghasts, the undying, you call them, scurried up from the sewers near the river and slaughtered all but a few of my most stalwart lads. Oh, they're a foul parody of humanity, those undying. Nothing in common with a fine, upstanding revenant like myself. Okay. How may I serve you? Swig of hope. Swiggity swooty. Mister. So, wir gehen mal zurück. Müssen wir eigentlich doch gar nicht, oder? Ich überlege gerade. Eigentlich nicht. Imperial Gardens dauern noch einen Augenblick, bis wir dahin können. Ja, aber dann gehen wir doch erstmal zu den Ebony Barracks und dann in den Solaris Tempel. Das ist doch, glaube ich, eher der Plan. Das ist, glaube ich, eher der Plan. Ach, scheiße, da kann ich nicht rüber. Okay. Dann machen wir das doch halt so. So, hier tauchen die ersten Ribbons auf, die Gregor schon erwähnt hat. Verwirrt. Ist der... Ach stimmt, wir müssen... Ja, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, was die Reihenfolge der Gebiete angeht, aber alles gut. Not a speck of dust or brick out of place. Someone's got too much time on their hands. Sich erst nicht so gelohnt. So, Wegpunkt ist schon mal gut. Wegpunkt ist nie verkehrt. Wild Side Area. Auch nie verkehrt.
War Molten Shell, nice. Ist jetzt nicht super der Hit, aber die kann man locker für 2 Chaos Orbs vertraden. Ist nicht viel, aber gerade wenn das der erste Char ist, oder der erste Char sein sollte, nicht verkehrt. Jedes bisschen Currency zählt am Anfang. Okay, ich hätte tatsächlich, glaube ich, ganz gerne ein bisschen mehr Background, was den Solaris und Lunaris Tempel angeht, aber ich glaube, das kommt alles später. Habt da so eine Ahnung. Wenn du unique bist, dann bleibe ich doch mal kurz stehen. Oh wow, bester Drop. Nun gut, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Wow, hier ist Sackgasse. Das ist aber eine sehr ausufernde Sackgasse hier. Hätte ich mir irgendwie mehr von erhofft. Cool, das hätte ich mir also alles schenken können, ja. Fantastisch. Nun gut, dann hätten wir wohl hier lang gemusst. Was auch eigentlich durch den Mirror angezeigt wird. Aber hey, wer achtet schon auf so den... Wobei. Nee. Wir einfach hier lang gemusst. Und der Mirror ist komplett in der falschen Ecke. Auch nett. So, dann vermutlich hier lang. So, Wegpunkt. Sehr schön. Doch noch gefunden. Okay, ich glaube, es wird eine Menge Dialog geben. Das machen wir gleich. Wir kümmern uns erstmal um den ganzen anderen Stuff. Um den Main Quest Stuff. You are not a cockroach. Strange. Inundated with cockroaches, I am. Black ones, four limbs, nasty, spiky things. Are you spiky? If so, my ribbons will pluck your spines. Malachi liked spines, liked my spine, pretty spine, bejeweled and bountiful, enough to make an empire weep. Do you weep, not a cockroach? I do. Tears are infinite. Why, on this very day, I found a new reason to cry. What is that you have, not a cockroach? My ribbon spool. Those black ones wanted them, my ribbons. Wanted to wrap the city in black ribbons. Now they are my ribbons forevermore. Forevermore. I hate forever. I could tear happy ever after from bard's bleeding tongues. You're still here, not a cockroach. Oh, gratitude. Yes, I should give you a token. Token? What token? This? Is this to your liking? Is this to my liking? Weiß ich nicht. Gehen wir mit Intelligence. The cockroaches will come again. They want the twist. That cockroach emperor. The other bugs shout his name. Revisius. Cross the river, squash the emperor cockroach in his nest. The bridge. It is barricaded. That spawns a tricky question. Questions. Questions. I asked too many questions. Chit has told me so. I asked where it all went. Our... feculence. He made them show me. Under the river. The sewers from this side to that. Filthy, fetid tunnels like a roller's cloaca. A black place. Crawling with the undying. Once beautiful and arrogant gemlings. Now the foul waste of the Empire. Fitting, isn't it? Apt. 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 I like you, not a cockroach. I like that you listen,
It would annoy me if the Undying murdered you. Thormetic sulfite. That's what you need. You have some already. You are a resourceful humbug now, aren't you? Give it to me. I was all eyes and ears when Malachi worked. I will make something of your thormetic sulfite. I will forge an infernal talc that will bring the most furious of light to the Undying darkness. A dash of arcanity, a pinch of insanity, a whisper of profanity, and the infernal talc is now ready. Was stimmt mit der Frau nicht? It's the most explosive of powders. A sprinkle. The gentlest of dustings of infernal talc will provoke gems to a molten rage. For the Undying, the very sun will rise within their flesh. They will burn for their sins, not a cockroach. They will burn. I loved Malachi. He gave me gems. Divine jewels for his gemling queen. For his dead queen. But I didn't want me dead. Malachi begged. For him, for the Empire. I chose me. Selfish me. The Empire died, and I live. I live, and live, and live, and live. I was the Emperor's favorite for a time. But Chittis had many favorites. He filled the Scepter of God with favorites. Every now and then, he cleared away the clutter. Those who pleased him, they were given to his lords and generals. Those who did not were given to his thaumaturgists. I talked too much, asked too many difficult questions. I was gifted to Malachi. My dear, troubled Malachi. Okay, sie war also eine Geliebte von Chittis und ging ihm aber zu sehr auf den Sack und deswegen hat er sie an Malachi weitergegeben und der hat wahrscheinlich irgendwelche seltsamen Experimente mit ihr gemacht. Und jetzt ist sie, wie sie ist. GG. Goodbye. So, was haben wir hier noch rumliegen? Pretty as porcelain, but her mouth spins like the potter's wheel. That's how I once described Diala. Yet on this day, my lady is as ravishing as a nightmare, radiant as the fullest moon. Diala is my gemling queen, and we shall rule side by side over the world that will soon come to be. Der gute Malachi. So, haben wir... Ja, natürlich haben wir im Eternal Laboratory ein bisschen Text. Und ein Crafting Recipe, was ich offenbar noch gar nicht mitgenommen habe. Interessant. Weil man hier auch nie reingeht, weil man hier auch einfach nicht rein muss. Ja, großartig. I awoke, feverish and barely conscious, I set to drawing these maps. Through the sable hours. By morning, my fingers ached, my eyes burned, yet still I found no rest. The reverie commanded its rendering. The reverie device now stands completed. I've placed the first of my maps within its receptacle. I've taken my maiden voyage into nightmare. I know now that which sent me this precious gift. It knows me, expects my return. It would be foolish to disappoint. Malachi. Okay. Tear down the walls that imprison the mind. That is what the gems do. That is their true virtue. The moment my fingertips brushed the cool, silken planes of that first gem, I felt it. My skull ached, as if its contents were growing, pressing against the bone, searching for a way to break free. That night, once the wine had dulled the pain enough to allow the onset of sleep, the dreams began. I have not been without them since. Nor would I be. Every spark of thaumaturgy that I wield, every device that I forge, every creature that I transfigure, I owe to these lessons cloaked in nightmare. From whence do these precepts hail?
certainly not the mundane grey between my ears. I possess only one reference that bears faith. Translated with unquestionable clarity by that idiot savant, Isius Pirandus, the beast. Duryani of the Vow knew the truth. Soon now, so shall I. Malachi. Okay, das sind alles... Ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an drin war. Das sind auf jeden Fall alles Anspielungen auf Content, den wir in der normalen Story so nicht unbedingt sehen werden. Aber okay. Wir gehen mal zurück in die Sewers, glaube ich. Die sind hier. Und kümmern uns mal um die Undying Passage. Ach ja, der Moment am nächsten Morgen, wenn man abends mexikanisch gegessen hat. Gut, verlassen wir diesen Ort. Schleunigst. Gehen zu den Ebony Barracks. I'm inside the Blackguard stronghold, like a fox in a hen house. Und töten mal Gravisius. Wenn wir das denn tun. Wird mich nicht voll aufs Maul kriegen, aber ich bin da eigentlich im Moment ganz guter Dinge. You are not the only one who wields death as a weapon, boy! Back in Aureath, I'd have been showered in gold. Where's the justice, eh? So, die Frage ist, nehmen wir jetzt noch den Wegpunkt... Ja, das war nicht total sinnvoll. Noch den Wegpunkt im... Lunaris-Tempel mitzunehmen. Weil wir dann sowieso hier hin müssen, als nächstes. Auch wenn wir eigentlich erstmal zurück müssen, aber... Low on mana. Gott, Level 32 schon, nice. Also schon ist gut. Wir sind halt super langsam, aber... Dafür, dass ich durch die ganze Story irgendwie das Gefühl habe, nicht vorwärts zu kommen, finde ich Level 32 ganz okay. Cool. That was fun. Finde ich nicht. Und das haben wir offenbar auch abkürzen können. Naja, sei es drum. Oh ne, hatten wir nicht. Ich habe da was übersehen. Ups. Wo ist denn jetzt eigentlich der Wegpunkt? Finally. There we are. Da will ich hin. You are the true spirit of the Makoru, the shark. Not the cowardly beast that sinks its teeth into the lonely swimmer.
You strike the Waikoama, the canoe, spilling a feast of men into the water. Hunters turned hunted, that you dine on at your pleasure. Have this, Okoru. Okay, mehr Skill Gems, die wir, glaube ich, alle einfach nicht brauchen. Okay, hier würden wir theoretisch Lightning Spire Trap kriegen, die haben wir jetzt aber schon. There is nothing else. Talamoana, Exile? There's still prey out there. An overreaching witch floundering out of her depth. Happy hunting, Makoru. There is nothing else. Still breathing, eh? Okay, ich möchte tatsächlich mal ganz kurz Kram verkaufen. Kann das was? Eine Menge Int, ein bisschen Spell Damage. Kein Life, keine Resis. Also war erstmal uninteressant. Den Rest behalten wir, glaube ich, oder? Bei den Sachen bin ich mir gerade nicht so sicher. Muss ich gleich nochmal überlegen. Stay out of the shadows. They bite. Stay out of the shadows. Okay, das ist alles, was er zu The Undying sagt. Okay. You've done for Grivisius. If only I could get word to that lad I smuggled away from the general's wife at the time. The good widow would need a sympathetic shoulder to cry on. Ah, schön. Also für alle, die es auf Englisch vorhin nicht ganz mitgekriegt haben. Er hat erzählt, wie er jemanden von Grivisius' Leuten mal aus der Stadt geschmuggelt hat, weil der ein bisschen zu viel mit Grivisius' Frau zu tun hatte. Und auf die Nachricht, dass wir Grivisius getötet haben, war seine Antwort gerade so: Oh, tja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich den Typen von 1 erreiche, tja, die Witwe wird ja auf jeden Fall eine freundliche Schulter brauchen. So. Good luck, dear. Ja, großartig. Großartig. Need something? I know. So strange that stone and metal should move and live as you and I. Still, I read that Titus's sculptors used to soften their materials with thormetic sulfite, a byproduct of gem refining. It's the only connection that I can fathom between the Cataclysm and the living sculptures of Sarn. Grivisius dined with us once. This was before my father's gambling debts caught up with him. I dined with him again in Theopolis prison the night before my exile. He wasn't so polite that time. Thank you. That's one memory I can now put to rest. Okay, aber be careful. Erklärt zumindest, warum hier so viele lebende Statuen sind. Ein bisschen. The Gemling Queen? She's impossible. How did she survive? Why is she not one of the undying? No. No, these questions can wait. There's a more pressing one. Is she safe from the Ebony Legion? You've been busy. With the spool back where it belongs, the ribbons should be able to keep the Ebony Legion at bay. We've both seen what they can do to a man. Whether you were saving your own skin or thinking of others, it matters little to me. You succeeded where I did not. You have stood in the presence of the Gemling Queen. I can only hope to meet her in my nightmares. Despite everything else you've done, to let piety live is to threaten the existence of every living thing on this continent. Look to the west of Gravisius's camp. You'll find piety in the Lunaris temple, cowering behind her desecrations. The Eternals revered sun and moon as the two eyes of their god. The right eye, judging Solaris. The left eye, merciful Lunaris. I can't imagine that god being overly merciful when she finds out what piety's been doing in her temple. Okay. Now you must leave me. That I must. Now I must sortier stuff. Danke. Das gehen wir darüber. Die packen wir kurz hier hin. Der Rest geht auch hier hin. So, an Molten Shell können wir mal ganz fix 2C ranschreiben.
Das werden wir auf jeden Fall los. Vile Rain of Arrows können wir uns, glaube ich, stecken. Wir können hier allgemein mal 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht Vile Arc haben. Einen davon weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Aber einer reicht. 6, 7. So, und dann nehmen wir noch eins dieser unzählige. Alter, wo habe ich diese ganzen Fragmente her? Heute Morgen war ich auf 5 runter, glaube ich. Hello. So, man verkaufe 7 Wahlgems. Good luck, dear. Und so ein Fragment. Und bekomme einen Wahlorb. Und zack, da möchte. Ja, ich sage ja, das wird man los. Invite a party. Das war das Player. Sorry, so. So, dann sollten wir vielleicht mal. So, der hat die Party verlassen. Okay, dann kriegt der Dritte, der gefragt hat, jetzt halt einfach das Ding. Ist mir ja auch egal. So, Vile Molten Shell wird man halt einfach ruckzuck los. So. Alter. So, danke an dich. Und, okay, da fehlt ein E, aber er wird wissen, was ich meine. Ja, das ist halt der Grund, warum man die Wahlzeit-Areas einfach mitnehmen sollte. Weil sich da teilweise einfach relativ fix was finden lässt. Guti. Soweit dazu. Wir kümmern uns, wir kümmern uns in der nächsten Folge mal weiter um das, was Piety so im Lunaris-Tempel treibt. Und sind dann auch schon relativ nah am Ende vom dritten Akt. Schauen wir mal. Mit der ganzen Story werden wir bestimmt noch ein knappes Stündchen zu tun haben, bis wir mit dem dritten Akt durch sind, könnte ich mir vorstellen. Gucken wir mal. Ein bisschen was kommt da noch. Auf jeden Fall erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.